Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Feed the Beast. Wir waren fleißig, ich war fleißig. Ich habe gewartet, bis das Impregnated Casing fertig ist, was wir hier haben, was wir für die Bienen brauchen. Außerdem mehr Seeds angeschafft und ein bisschen Seed Oil produziert. Ich habe unter uns noch eine zweite Engine reingemacht. Und außerdem wohl die größte Neuerung. Mehrere Tierchen angesammelt für uns, damit es auch mehr nach einer Farm aussieht. Außerdem im letzten Video wurde mir vorgeschlagen, doch mal eine Rüstung zu bauen. Was ich auch gleich mal machen werde, nachdem wir einen Apiary, wie schreibt man Apiary? Gucken wir einfach mal kurz. AP. Ergibt Sinn. Brauche ich nur Holz und was ist das denn? Oh. Okay. Ja, das machen wir dann nicht. Aber gut, brauche ich nur Holz, kann ich sogar gleich machen, wenn wir schon mal hier unten sind. Lass mich raten, ich brauche Holzblöcke. Ja. Nein. Vielleicht. Eigentlich nicht. Planks. Planks. Impregnated Casing. Sollte klappen. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ja. Obendrauf kommen Slabs. Okay. Das ergibt Sinn. Wie macht man gleich nochmal Slabs? So macht man Slabs. So. Tada! Das haben wir schon mal. Ja, Rüstung wurde mir vorgeschlagen. Und die können wir auch gleich wirklich mal bauen. Wir haben oben noch ein bisschen. Ein neues Schwert wäre auch nicht schlecht. Die können wir auch gleich mal bauen. So, wir haben eins. Schuhe. Hose. Und Helm, glaube ich. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ansonsten mal gucken. Ich habe 18 davon. Dann brauche ich mal kurz 2 davon. Und das sollte dann passen. So, erstmal basteln wir uns ein Schwert. Das brauche ich nicht mehr. Und den Rest schmeißen wir in den Ofen. Wenn wir noch Kohle hätten. Sagt mir nicht, ich habe keine Kohle mehr. Doch, ich habe noch Kohle. Super! Und weil wir geizig sind, nehme ich nur 7 davon. Bevor wir uns aber ans Adventure machen und unsere Bienen pflanzen, brauche ich eh noch Zeug. Legen wir uns erstmal hin. Oder ich lege mich nicht hin, weil Monster hier in der Nähe sind.
die wahrscheinlich auf dem Dach sind. Jep, hier unten ist mal keiner. Ich kann endlich mich hinlegen. Supi. Ein neuer Tag, ein neuer Morgen. Während lustige Mobs verbrennen. Sehe ich nicht toll aus? Ich wollte noch ganz kurz etwas gucken. Wenn ich jetzt noch wüsste, was. Ach ja, genau. Schon gut. Ja, wir nehmen einfach mal eine Faust und eine Medostrone. Ich glaube, so kreuzt man die ja. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube es zumindest. Außerdem nehme ich mir mal drei Knöchlein. Verarbeite die zu Bone Meal. Schnappe mir, was ich ganz kurz nachgucke. Oak und Birch Saplings. Von jedem 5. Nehmen wir einfach mal mit. Sollte hinhauen. Und such mir ein hübsches Plätzchen für unsere Bienchen. Ich fände es hier eigentlich gar nicht schlecht. So hinterm Haus. Ist doch ganz hübsch. Ich habe sogar noch eine Shovel. Ach, ist das fein. Ich habe jetzt nur eins davon. Also eins, womit ich die Bienchen setzen kann. Aber es sollte reichen. Es wird zwar ein bisschen länger dauern, aber da ist ein Creeper auf meiner Veranda. Es sollte reichen. Blümchen haben wir auch hier, das ist supi. Die brauchen ja auch Blümchen. Wir setzen den mal. Der braucht eigentlich keinen Strom, soweit ich das richtig weiß. Wäre komisch, wenn er Strom bräuchte. Und wir pflanzen uns unsere Bäumeleinchen. Soweit ich weiß, ist wichtig, dass hier oben drüber kein Block ist. Also, dass der sozusagen Blick zur Sonne hat. Ansonsten ist, glaube ich, mehr oder weniger alles Wurst egal. So. Ich weiß jetzt auch leider nicht, wie weit dieser Radius der Bäume geht. Aber ich setze einfach mal noch hier ein. Der Bienen geht natürlich mit hier ein. Und hinten dran setzen wir auch nochmal ein. Hier und. Ja, gut. Wird er hier hingesetzt. Egal. So, das sollte reichen. Zur Not, ich nehme mal ein paar Blümchen mit. Ich nehme auch mal ein paar andersfarbige Blümchen mit. Und setze die neben den Apiary. Falls die Blümchen nicht reichen sollten, die hier nebendran sind. So, Blümchen, 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 Blümchen. Und ja, da sieht man's.
Wir haben eine Forest Green und ich glaube, ja, da sieht man die lustigen Linien schon entschwirren. Und hoffentlich auch die Bäumchen kreuzen. Das wäre nämlich wirklich toll. Unser Plan für die Bäumchen an sich ist relativ einfach. Wir wollen die Chestnuts haben. So. Bin ich extra ins Wasser, falls er explodiert, und dann explodiert er nicht. Wir wollen Chestnuts haben. Aus dem einfachen Grund, ups, dass diese eben super toll an Seed Oil produzieren. Und Seed Oil kann man wunderbar auch für Engines benutzen. Und falls wir eine tolle Engine haben, können wir das super alles regeln mit dem Strom und brauchen das da unten drunter gar nicht mehr. Wo war ich aber stehen geblieben? Genau, eine neue Rüstung sollte her. Die holen wir uns auch gleich hier ab. Ich hoffe, ich habe genug, aber ich müsste ein paar Schuhe, ein paar Hosen meine ich. Ein paar Schuhe und ein Helm. Ich habe sogar übrig, Idiot. So. Voll geschützt und mit Schwert in der Hand. So. Supi. Essen könnte ich aber auch mal was. So reichen. Obwohl, ich habe ja eigentlich genug Beat. Machen wir uns erstmal zwei weitere Brote und schmeißen das hier rein. Ja, unser nächstes großes Ziel, eher gesagt. Was ist unser nächstes großes Ziel? Da läuft alles. Könnten den Pulverizer anschmeißen. Brauchen wir aber gerade nicht. Unser nächstes großes Ziel, hätte ich eigentlich gesagt, wäre ein Quarry, aber ich glaube, so viele Diamonds haben wir gar nicht. Und den mit den Kohle-Engines laufen zu lassen, wäre auch ein bisschen fail. Ja, und zwei Diamanten sind nicht unbedingt das, was man sich darunter vorstellt, was man braucht. Aber gut. Das heißt für uns, ich muss doch mal wieder in die Mine. Muhaha. Auf und suchen nach Diamant. Das wird lustig. Spider-Eye. Es fängt an zu regnen. Warum habe ich eine Inverted White Lamp? Achso, ja, genau deswegen. Mir hat es nämlich vorhin, als ich was geguckt habe, ein Creeper im Haus explodiert. Ja. Ansonsten, das kommt hier noch rein. Glas tun wir hier rein. Wir nehmen ein bisschen Wasser mit. Bone Meal tun wir hier mal rein. Die Pipette. Ne, die Pipette tun wir woanders hin. Wir tun das da rein. Wir tun das da erstmal rein. Ne, die tun wir auch woanders hin. Okay, das sollte reichen. Nein, nicht Energieausrüstung. Ausrüstung. Das da und das da, das brauchen wir nicht. Zu den Ärzten können wir das hier legen. Ärzten können wir das legen. Die nehmen wir mit, falls wir mehr Torches brauchen. Holz. Sand,
Sand, Sand, Sand. Tun wir einfach bei Erde mit rein. Passt. Wir haben doch noch was für Energie. So. Dann mache ich die Kohle rein, ich Idiot. So, das sollte jetzt reichen. Eigentlich kann ich den Stein hier auch ablegen. So. Das sollte reichen. Ich werde mir gleich noch den Magen vollhauen. Oder beziehungsweise beim nächsten Mal den Magen vollhauen. Und dann geht's runter in die Mine. Ein bisschen sammeln, wenn ich die Seeds abgelegt habe. Ein bisschen Wasser nehmen wir auch noch mit gleich. Und dann kann's losgehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.